Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, verstanden zu werden mit einem typischen alten Deutsch, der erhalten geblieben ist in Brasilien. Ich weiß nicht, wie man ihn beschreibt. Ich werde mit zwei Geschichten heute unterwegs sein, eine am Anfang und eine am Ende. Das heißt nicht, dass ich nicht inzwischen wieder ein paar Geschichten erzählen werden, denn es ist ja ein Erfahrungsbericht. Es wird immer von einem Mensch gesprochen in Brasilien, der irgendwann mal einen Schlüssel verloren hat. Ich werde das hier versuchen zu erklären. Also er verliert einen Schlüssel, aber er sucht nicht da, er sucht hier. Und dann sucht er und findet nichts. Dann kommt ein Kollege dazu und fragt ihn, was er da tut. Er sagt, er sucht seinen Schlüssel. Der Kollege fragt ihn dann, ob er sich sicher ist, dass er den Schlüssel hier verloren hat. Dann sagt er, nee, er hätte den Schlüssel auf der anderen Seite verloren. Warum sucht er dann hier? Die Erklärung ist eigentlich einfach. Er steht neben einem Lichtposten und er sagt, weil es hier Licht gibt. Warum ich diese Geschichte jetzt am Anfang erzähle, werden Sie dann erst am Ende verstehen, weil dann kommt die nächste Geschichte. Das ist auch immer so die Art und Weise, den Vortrag so zu gestalten, dass alle bis zum Ende bleiben. Denn man will ja auch wissen, warum man so beginnt. Also es kann ja sein, dass es etwas länger wird, weil ich teilweise immer noch übersetzen muss. Ich versuche ja, jeden Tag auch auf den Kontext einzugehen und mich an das Publikum anzupassen, wo ich glaube, ich habe was gelernt, bevor ich hier bin. Also um was es hier geht, wie die Region hier so aussieht. So kann ich nicht einen Vortrag halten, so wie ich in Brasilien halten würde oder wie ich ihn irgendwo anders halten werde. Ich mache immer einen Vortrag für jedes Publikum. Und so habe ich mit dieser Geschichte begonnen, weil es vielleicht eine der wichtigsten Erfahrungen ist, die ich als Wissenschaftler gelernt habe, nämlich nicht immer da zu forschen, wo überhaupt Lösungen zu sehen sind oder wo man den Schlüssel vielleicht nochmal finden kann oder vielleicht nochmal zurückholen kann, sondern da zu suchen, wo es einfach mehr Licht gibt. Was heißt das? Man hat in dem Bereich der Agrogentechnik sich viel gehofft. Man hofft sich ja immer noch viel. Man hofft sich überhaupt ganz viel von der Technik, von aller Formen von Technik. Denn die Technik hat es ja uns ermöglicht, mit einer besseren Lebensqualität zu leben. Also ich habe das heute Nachmittag gesehen, wie schlimm es ist, ohne Heizung zu sein. Es gab eine Ausstellung hier in der Nähe. Und da im 3., 4. und 5. Stock, wo die Ausstellung war, Rostbarkeiten, ja, da gab es keine Heizung. Das ist das, was wir in Brasilien haben. Im Winter, im Süden, ist es kalt, aber da die meisten in Brasilien ja keine Kälte haben, hat man einfach keine Heizung. Und die Heizung ist ja auch eine Errungenschaft, die man durch die Technik erreicht hat. So hat man auch das Leben erleichtern können. Und wir könnten uns vielleicht viel mehr auf Wissen konzentrieren, anstatt langweilig immer dasselbe tun, wenn man doch es geschafft hat, durch Maschinen, durch andere Formen von Technik, die Beschwerlichkeit der Arbeit zu reduzieren. Und das ist auch der Grund, weswegen ich immer am Anfang sagen muss, dass ich ja kein Gentechnik-Gegner bin. Das ist für manche immer schwierig zu verstehen, denn in dem Bereich muss man immer sofort sagen, ob man dafür oder dagegen ist. Es ist fast unmöglich, da nicht stigmatisiert zu werden. Ich bezeichne mich eher als Kritiker der Gentechnik. Das halte ich aber eigentlich für selbstverständlich, denn jeder Wissenschaftler sollte ja kritisch sein. Das setzt auch voraus, dass Sie mir jetzt nicht alles glauben, was ich sage. Weil sonst hat das ja nicht mit Kritik zu tun. Wichtiger vielleicht, dass Sie da zum Nachdenken kommen und jeder von Ihnen wird vielleicht anders denken
Und deswegen wird die Diskussion danach sehr spannend. Ich werde ja immer lernen bei jeder Diskussion. Ich fange mal damit an, warum es eigentlich Befürworter der Gentechnik gibt. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Und warum die sich so ärgern, wenn man sie kritisiert. Oder warum sie es gar nicht wollen, dass man diese Sache diskutiert. Dass man inzwischen gar nicht mehr zu Podiumsdiskussionen kommt, weil die Befürworter der Gentechnik ja glauben, das sei nicht wichtig. Sie gehen lieber direkt zu den Journalisten, zu den Medien oder es gibt so viele Möglichkeiten, diese Technik anders darzustellen als kritisch. Das Erste, was man immer sagen muss, Gentechnik ist etwas ganz Besonderes. Es ist etwas ganz Neues, immer noch was ganz Neues, was in der Natur nicht möglich ist. Es ist von Menschen geschaffen worden. Auch wenn es in der Geschichte der Menschheit Mutationen gegeben hat, ist das die Ausnahme gewesen. Und nur die Mutationen, die sich anpassen konnten, also Lebenswesen, die sich anpassen konnten und diese Mutationen aufgreifen konnten und sich an die natürlichen Bedingungen angepasst haben, haben überlebt. Alle anderen Mutationen sind ausgeschlossen worden und das ist die Evolution. Das heißt, dass es auch in der Vergangenheit, also schon immer, eine Auskreuzung gegeben hat zwischen Lebewesen. Das Neue ist, dass wir jetzt in der Lage sind, Lebewesen zu kreuzen, die sich in der Natur wenigstens nicht so häufig oder in dem Maße so kreuzen würden. Das können wir nur durch eine bestimmte Technik. Das ist die sogenannte Gentechnik. Und das ist nicht die normale Pflanzenzüchtung, die immer noch auf natürliche Kreuzungen basiert, die dann bestimmte Grenzen bei der Auskreuzung nicht überschreiten kann. Also man kann da nicht Erdbeeren mit Pferden kreuzen zum Beispiel. Das könnte man theoretisch mit der Gentechnik. Also vielleicht noch wichtiger, Schweine mit Kartoffeln. Ne? Dann hätte man vielleicht ein Schwein, das nach Kartoffeln schmeckt oder Kartoffeln, die nach Schweine schmecken, oder egal. So hätten wir diese Möglichkeit, das ist eine Theorie, aber da muss man sich immer überlegen, ob das alles, was in der Theorie drin ist, sich auch umsetzen lässt. Und vielleicht, da fangen wir schon an. Wir fangen damit an, zu diskutieren, ob das, was in der Theorie ist, sich auch umsetzen lässt. Oder das, was da erwartet wird von einer Hypothese, die man stellt, die theoretisch ganz gut logisch zu verstehen ist und sich vielleicht auch deshalb so gut verstehen lässt, weil sie versucht, eine Antwort zu geben für Probleme in der Landwirtschaft, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben. Wegen der Art und Weise, wie wir auch Landwirtschaft produziert haben. Also gehen wir mal davon aus, wenn wir eine lange Zeit mit Monokulturen arbeiten, ich sage mal, wenn wir nicht die Fruchtfolge haben und diese gleichmäßige Pflanzen, also ich sage mal, dieselbe Pflanze jährlich haben und fast nur diese Pflanze, ich übertreibe jetzt mal, aber das ist das Beispiel Brasiliens, auf 280.000 Hektar Soja anbauen und das nach Jahrzehnten, dann haben wir eine größere Anfälligkeit für Schädlinge durch diese Gleichförmigkeit. Und das ist eine Erkenntnis in den Naturwissenschaften. Und damit wir da zurechtkommen können mit diesen Schädlingen, haben wir vielleicht bei der Gentechnik eine Chance gesehen, diese Schädlinge zu bekämpfen. Wie man das dann schafft? Man schafft es durch den Einbau ein Genkonstruktes von einer Bakterie, zum Beispiel Bacillus thuringiensis, das sind so die berühmten BT-Pflanzen, durch zunächst Enzymen, die das Genkonstrukt ausschneiden aus der Bakterie und durch Bodenbakterien, so Agrobacterium tumefaciens, schafft man es, ein Gen, eine Leitung zu konstruieren durch eine Bodenbakterie, damit dieses Genkonstrukt aus der Bakterie Bacillus thuringiensis in eine Maispflanze drin ist,
in jeder Zelle und dann ein Toxin produziert, was schädlich ist, zum Beispiel für den Maiszünsler. So schafft man es, Maispflanzen zu haben, die in der Lage sind, ein Toxin zu produzieren, um Maiszünsler zu bekämpfen. Den Maiszünsler haben wir bei uns ja nicht, sondern wir haben da anderen Raupen, zum Beispiel Heerwurm, Spodoptera frugiperda, oder vielleicht Baumwollkapselbohrer, das heißt Helicoverpasea. Also dann ist es eine Chance, so gesehen, mit Schädlingen zurechtzukommen in dieser Form der Produktion, die wir seit Jahrzehnten so entwickeln. Vom Anfang an auch gesehen, vielleicht hätten wir dadurch die Chance, ohne Insektiziden, also ohne Chemikalien, Raupen zu bekämpfen. Also es ist ja von der Idee her vielleicht eine sehr gute Möglichkeit. Und das ist das, was wir in diesen 18 Sorten haben, die in Brasilien zugelassen sind. Also 18 Sorten von Genmais, die im Anbau sind. Und wir haben jetzt eine neue Sojasorte, die auch diese Insektenresistenz erhalten wird. Eine andere Möglichkeit, Probleme in der Landwirtschaft zu lösen, die durch eine Art von Landwirtschaft entstanden sind, ist die sogenannte Herbizidresistenz. Vielleicht ist das die bekannteste überhaupt. Aber anstatt, dass man Sojapflanzen, das war ja bei der Soja am Anfang, und bei uns ist es die wichtigste Pflanze, und die dann auch eine Rolle spielt bei den Agrarexporten, also ist bei uns das Hauptexportprodukt Brasiliens. Wir haben davon 81 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist dann nicht wenig. Und dann muss man sagen, Brasilien ist der zweitgrößte Sojaproduzent der Welt, aber auch gleichzeitig der größte gentechnikfreie Sojaproduzent der Welt. Wir haben von den 81 Millionen Tonnen noch 16 Millionen gentechnikfrei. Ich sage jetzt noch, weil es mehr werden. Also wir werden bestimmt viel mehr gentechnikfreie Soja haben, denn in manchen Gebieten Brasiliens nutzt man dann jetzt die Chancen, gerade gentechnikfrei exportieren zu können. Naja, vielleicht aus der Gentechnik eine andere Chance gesehen. Aber wichtig bei dieser Herbizidresistenz ist es ja, dass anderes als bei dem Konzept der insektenresistenten Pflanzen, die man als Giftpflanzen bezeichnen könnte, denn man hat in jeder Zelle dieser Pflanze ein Toxin drin, egal ob es Schädlinge gibt oder nicht. Man weiß auch nicht genau, wie viel Toxin da drin ist. Wichtig ist zu sehen, dass es die ganze Zeit da ist, dieses Toxin. Das hat dann auch Konsequenzen. Ja? Und den Maiskorn nachweisbar? Ja, nicht nur bei den Maiskorn, sondern auch bei anderen Produkten, die vom Mais, also Maismehl. Ja, eigentlich schon. Dann wird ein Kollege von mir, der Entomologie studiert, sagen, das ist aber nicht mein Bereich. Ne? Denn ich beschäftige mich ja mit Raupen, also Lepidoptera. Ich habe noch nicht mal was mit Käfern zu tun. Also viel weniger mit Schweinen, noch mit Kühen oder Menschen oder Hühner. Also das ist jetzt nicht die Frage, die ich als Wissenschaftler beantworten könnte. Denn ich bin spezialisiert auf Genmais und Genmais hat mit Raupen zu tun. Als ob man den Mais anbauen würde, damit die Raupen ihn fressen. Ja? Und vielleicht gibt es noch nicht mal die Raupe da. Aber es könnte ja dazu kommen. Deswegen muss man sich ja mal vorbereiten. Ja? Es könnte ja sein. Jetzt wie ein Antibiotika. Ne? Ich nehme mir heute, weil ich vielleicht nächste Woche krank werde. Stelle mir aber dann nicht die Frage, ob es dann noch nutzt. Ne? Oder vielleicht, ob es dann noch wirkt. Also das sind ja schon Fragen, die man stellt, also diese kritischen Fragen, die sind ja nicht erwünscht bei einer Diskussion, bei diesen Gentechnikbefürworter, weil man ja davon ausgeht, das wird ja funktionieren. Unabgesehen von der Erfahrung der Bauern natürlich. Also Berichten aus Brasilien sind da nicht so toll. Zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass es schon nicht mehr funktioniert. Und warum es nicht mehr funktioniert, müssen wir dann auch verstehen. Ganz einfach aus dem Grund, dass es Raupen gibt, die eine Resistenz entwickeln gegen dieses Toxin. Gibt es schon? Ja.
Wollen Sie sehen, wie sie aussieht? Ich habe hier ein paar Bilder. Ja. Mhm. Es ist eine Raupe, die in Brasilien bekannt ist unter dem Namen Baumwollkapseleule. Haben Sie schon davon gehört? Kennen Sie so eine Raupe? Baumwollkapseleule. Helicoverpa armigera, so heißt die. Die frisst den Mais, hier den Genmais, den BT-Mais. Und dann müssen die Spezialisten jetzt mal sagen, denn sie beschäftigen sich ja mit Raupen. Was ist da passiert? Die haben keine Antwort. Also sind Spezialisten? Für Mais. Und nicht nur für Mais, sondern für diesen Mais. Ist ja nur eine bestimmte Sorte. Und dann nochmal, für dieses Toxin und für dieses Toxin in Bezug auf Raupen. Also nicht auf Käfer. Ich habe ja die Frage ganz richtig gestellt. Warum werden hier diese Raupen resistent? Es gibt da mindestens drei Antworten. Eine, der Gentechnikbefürworter. Meine Kollegen in der Biosicherheitskommission, die dafür gesorgt hatten, ihn zuzulassen, also diese Sorte zuzulassen mit der Hoffnung, diese Raupen zu bekämpfen. Die kommen auf eine tolle Idee. Es sei Biopiraterie. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Es gäbe Leute, die würden da herumreisen und bringen solche Insekten nach Brasilien. Aus Indien zum Beispiel. Dort gäbe es so eine Raupe. Und das sei schlimm für Brasilien, weil ja, jetzt haben wir einen neuen Schädling. Ne? Was Sie vielleicht nicht wussten, ist, dass diese Raupe eigentlich die Farbe wechselt und die sieht vielleicht zum Beispiel so aus. So haben wir schon mit dieser Raupe seit Jahrzehnten zu tun. Wenn wir sie mit einer anderen Farbe sehen. Ist so etwas wie ein Chamäleon. Also war es nicht gerade die Farbe, ist es eine ausländische Raupe. Jetzt haben wir doch festgestellt, es handelt sich um Helicoverpa armigera. Und warum sollte eigentlich jetzt Biopiraterie hier am Werk sein? Weil es gibt nur ein Spritzmittel, um sie zu bekämpfen. Nämlich Emamectin-Benzoat wird in Europa unter der Marke Afirma oder Revive in der Schweiz zum Beispiel angeboten. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland zugelassen ist. Auf jeden Fall wird es von einem Schweizer großen Pharmakonzern produziert mit dem Namen Syngenta. Und wer sich jetzt auskennt in der Geschichte des BT-Maises, weiß, dass es schon 2002 in Deutschland mal einen Versuch gegeben hat, zugelassen damals vom Roland-Koch-Institut. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt hatten. Die hatten mal versucht mit diesem Mais, BT176, das war einer der ersten BT-Maise auf dem Markt, mit denen man mal probiert hat, wie das funktionieren sollte. Sie können, das ist ja auch der Fall, Gottfried Glöckner zum Beispiel in Hessen, der darüber berichtet hat, dass er da Probleme mit den Kühen hatte, weil er diesen Mais gefüttert hatte. Nicht nur diesen Mais gefüttert, er hat ja fast nur diesen Mais gehabt, ne? Hat alles umgestellt auf Genmais, diesen Mais gefüttert und dann nochmal den Mist, ne? Auf das Feld gebracht. Und dann nochmal wieder gefüttert und hin und her. Also dieses Toxin nochmal nochmal potenzialisiert. Und das ist vielleicht das einzige Beispiel, was wir so haben, um zu sehen, ja, was würde da passieren, wenn so viel Toxin da ist und das dann nochmal so nach oben fahren wird. Naja, das ist mal eine Erfahrung gewesen. Ich komme aber wieder auf mein Argument zurück. Ne? Es könnte ja dann die Verschwörungstheorie von Syngenta bestätigen. Also von Syngenta, über Syngenta. Also es würde ja eigentlich Syngenta interessieren. Ne? Denn nach langer Zeit Forschung hatten wir es ja geschafft, vielleicht den Mais ohne Insektiziden zu bekämpfen und jetzt nur noch mit Emamectin-Benzoat. Denn alle anderen Spritzmittel taugen nicht mehr. Das Schlimme ist auch, dass ja nicht nur, diese Raupe frisst ja nicht nur Mais. Frisst alles, was grün ist. Soja, sogar Unkraut, alles. Und nur in den letzten
In der letzten Ernte hat es einen Schaden von 800 Millionen Euro nur in einem Bundesland eingerichtet und ist jetzt eine Notsituation ausgerufen worden von der brasilianischen Regierung in der letzten Woche. Und es ist in anderen 11 Bundesländern schon zu finden, dieser Raub. Dann stellt man sich die Frage, naja, war es doch nicht die Lösung dieser PP-Mais? Was ist da jetzt los? Wäre es dann wenigstens ein Käfer oder eine andere Form von Insekten? Nein, eine Raupe. Genau gegen Raupe war doch diese Toxin gerichtet. Jetzt müssen wir das verstehen natürlich als Wissenschaftler, denn von der Theorie her ist es ja ganz toll. Wir haben einen Mais produziert, der so toll wirken sollte, damit man Probleme in der Landwirtschaft lösen könnte. Jetzt haben wir mit einem super Schädling zu tun. Das ist ja eine Erklärung dieser Biobedaterie-Geschichte, das ist nicht meine Erklärung. Es wäre ja auch etwas einfach, ne? Also wie kommt es dazu, dass plötzlich in 11 Bundesländern, was ist das dann? Also es ist ja groß, Brasilien, ne? Es geht nicht so schnell. Ja? Und diese Raupe war aber auch schon vor dem Mais da. Und hat ja schon vor dem Mais verschiedene Pflanzen gefressen. Ja. Aber sie war nicht so... War nicht als Schädling bekannt. War nicht als Schädling so bekannt. In der Form nicht. Das ist so ähnlich wie Tatort. Naja, deswegen kommt man auch so Verschwörungstheorien, ne? Ja. Es gibt eine andere Theorie, die wird vertreten vom brasilianischen Agrarministerium, also vom brasilianischen Landwirtschaftsministerium, wird eine Hypothese gestellt, also eine Antwort gegeben. Es gäbe ja einen Fressfeind, der diese Raupe frisst. Damit man das wissen kann, musste man ja schon sagen, hatten wir ja schon die Raupe vorher, ne? Also wer wissen das, ne? Also das Ministerium für Landwirtschaft weiß es, dass es die Raupe schon gegeben hat, war aber nicht so ein Schädling, war auch anderer Farbe, wechselt Farben, okay? Es gibt den Heerwurm. Hat sich da vorher genannt, oder? Heerwurm, Spodoptera frugipelda. Was ist mit dem passiert? Haben wir fast ausgerottet, weil wir ja ihn vernichten wollten. Wir haben ihn als Schädling bezeichnet. Und jetzt wird er wieder als Fressfeind von der Baumwollkapseule gesehen. Also die Chance, die wir hätten, durch einen Fressfeind, der eigentlich ein Nützling ist, diese Raupe ohne Gift zu bekämpfen oder ohne Insektiziden, haben wir selbst verschwendet durch PP-Mais. Das ist jetzt die zweite Theorie. Wir können da noch ganz viele Theorien formulieren. Ne? Wir können ja mal dabei helfen. Ne? Wir müssen ja mal sehen, was dazu führt, dass diese Raupe jetzt da so schlimm ist. Es gibt eine Theorie, die eigentlich wissenschaftlicher ist. Oder die wenigstens auf den Wissenschaftsstand der Biologie basiert. Die aber wiederum von den Molekularbiologen nicht akzeptiert wird. Das ist sehr erstaunlich. Nämlich, dass es immer wieder in der Natur Lebewesen gibt, in Tausenden von solchen Raupen, dass sich eine mutiert. Das war ja die Mutation, die es immer gegeben hat. Die genau die Befürworter der Agrogentechnik sagen, das hat es schon immer gegeben. Ja, ja, aber nur die Mutationen, die sich anpassen konnten, sind vorgegangen. Naja, hier haben wir das. Wir haben hier da Tausenden, ich weiß nicht wie viele, ne? Eine Raupe von diesen gehabt. Wenn wir genau wüssten, wer von diesen, hätten wir ja die zerstört. Ne? Ja, wie soll man das wissen? Und das Dumme ist ja, dass gerade die Lebengebliebenen sich dann reproduzieren. Ne? Nicht die Toten. Ne? Also diese einzige da, die vielleicht gar kein Schädling war, aber das Zeug war die ganze Zeit da. Dieses Toxin war immer da, ne? Seit Jahren. Es kam nicht zum Schädlingbefall und jetzt haben wir eine Entwicklung von einer Raupe, die resistent geworden ist gegen dieses Toxin, genauso wie es Raupen gibt, die sich gegen bestimmte Spritzmittel, Insektiziden resistent machen. Ja, eigentlich ist es auch logisch. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass diese Theorie ausreichend ist. Denn wir brauchen hier viel mehr Studien.
Also wir müssen überhaupt verstehen, warum ein Maiszinsler zum Schädling wird. Oder warum diese Raupe zum Schädling wird. Die Frage wird ja nicht gestellt. Also das wäre ja die Frage, wo ist der Schlüssel, ne? Dafür gibt es kein Licht. Es gibt eher Licht, um zu sagen, um zu forschen, wie können wir diese Raupe jetzt vernichten. Das ist das Licht. Und dann haben wir immer wieder Licht und finden den Schlüssel nie mehr. Also es gibt immer wieder Raupen und Schädlingen und Reaktionen der Natur, die es schwieriger machen, mit dieser Technik voranzugehen. Ja? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es bei uns, dass die wer Gentechnik anbauen wollte, der hat immer nur 75%, glaube ich, anbauen dürfen und 25% musste konventionell gemacht werden. Ja. Damit wahrscheinlich der Bestand an Maiszinsern es immer ein paar gibt, die so bleiben, wie sie vorher waren. Sie sich immer wieder einkreuzen, um das zu verhindern, um solche Resistenzbildung. Ist das der Grund, warum wir das gemacht haben? Rückzugsraum heißt das. Ja, also Rückzugsraum. Resistenzmanagement. Ja. Ja. Das heißt aber auch wiederum, der Bauer war ja schuld, ne? Warum hat er nicht diesen Rückzugsraum eingehalten? Ist ja toll, ne? Auf der anderen Seite soll der Bauer immer mehr produzieren und die Anbaufläche sogar erweitern. Und jetzt soll er einen Teil der Fläche nicht mehr anbauen mit diesem Mais, sondern mit einem anderen, der ja angeblich schlechter sein soll, indem der die Unkräuter und alles wachsen soll. Ja? Ist ja toll. Dann macht der Bauer das nicht, sondern der macht genau das, was hinter dem Konzept steht, eher immer mehr zu produzieren und die Fläche zu erweitern. Jetzt soll er sie verringern. Aber die Antwort ist immer noch ein Teil des Problems. Denn dieser Rückzugsraum wird jetzt empfohlen als Lösung, als Teil der Lösung, auch damit, nicht nur damit wir es schaffen, dass wir wieder Raupen haben, die nicht resistent sind gegen diesen Mais und die sich dann auskreuzen, das ist ja biologisch möglich. Das ist das Konzept, das dahinter steckt, damit wir die Wahrscheinlichkeit der Resistenz verringern und gleichzeitig auch vielleicht einen Lebensraum vor den Heerwurm und anderen potenziellen Fressfeinden schaffen. Naja, aber allein das ist auch immer noch zu wenig. Denn es geht ja jetzt darum, die Ernte hier zu retten. Ja, Sie haben ja, Entschuldigung, am Anfang gesagt, dass die Landwirtschaft so gemacht würde, wie wir sie am Anfang auch immer gemacht haben. Das ist logisch. Klar, logisch ist das alles. Das Problem ist, ob das jetzt nachvollziehbar ist, was ich hier so rede. Naja, ich werde dann einen Schritt weiter gehen und sagen, hier gibt es ein Problem. Imamektin-Benzoat ist jetzt die Lösung, um diese Ernte zu retten, sozusagen in der Notsituation. Das Problem ist, Imamektin-Benzoat ist verboten. Jetzt ist das Problem, dass Imamektin-Benzoat verboten ist. Ist das eigentlich das Problem oder ist das wieder ein Teil des zukünftigen Problems? Denn wir werden ja jetzt wieder feststellen, es gibt Licht. Ne? Den Schlüssel haben wir ja noch nicht. Aber wir suchen mal hier weiter. Ne? Jetzt holen wir wieder Imamektin-Benzoat rein. Dann haben wir ja immer noch das Problem, dass in ein paar Jahren diese Raupe gegen dieses Imamektin-Benzoat auch resistent wird. Also wir werden hier mit mehr Licht immer mehr Probleme schaffen. Okay? Also den Schlüssel werden wir gar nicht mehr finden. Vielleicht noch schwieriger. Das würde vielleicht die Verschwörungstheorie nochmal verstärken. Warum ist überhaupt dieses Gift verboten? Weil es ein Nervengift ist. Das Ministerium für Landwirtschaft in Brasilien hat den Import zugelassen, übernimmt aber nicht die Verantwortung für die Auswirkungen auf Tiere, auf Menschen. Wer soll das übernehmen? Ja, klar. Die haben das Problem doch verursacht, oder? Warum sollen Sie sich jetzt nicht darum kümmern, die Verantwortung zu übernehmen für die Lösung, die die Regierung jetzt anbietet? Klingt doch auch logisch, oder? Ja klar, immer. Ne? Am Ende soll der Bauer immer schuld sein. Ne? Also das ist so die Theorie am Ende, weil eigentlich hier
dann wieder mehr Medikamente gekauft werden können, um sich wieder diese technischen Probleme Krankheit ein technisches Problem. Ja, und wer sind dann die Pharmakonzerne eigentlich? Wer hat eigentlich diese Mais entwickelt? Wer ist jetzt der das Patentrecht hat hier, jedes Jahr für Saatgut so viel mehr zu bekommen, mit der Hoffnung, eine tolle Technik entwickelt zu haben, für die der Bauer gezahlt hat und im Vertrag auch drinsteht, dass das jetzt wirken soll. Jetzt wirkt das Zeug nicht. Wer übernimmt jetzt die Verantwortung für das Scheitern dieser Technik? Also dann müsste man auch die Wissenschaftler fragen. Das ist ja toll, da so herumzuspielen. Freiversuche und alles. Aber es kann doch nicht sein, dass die Wissenschaftler jetzt sagen, der Bauer ist schuld und ich habe damit nichts zu tun. Das ist für mich so ähnlich, wie ich schieße auf einen zu und der Erschossene muss jetzt beweisen, dass er nicht schuld ist. Oder vielleicht sagen wir es noch toller, die Waffe war schuld. Gibt es doch nicht, oder? So ähnlich ist es hier. Und wenn alle Felder in der Nachbarschaft kontaminiert wurden durch diesen Mais, der gar nicht angebaut wurde, soll der Bauer jetzt auch die Verantwortung dafür übernehmen? Jetzt sollen auch die Bauern zahlen, die gar keinen Genmais angebaut hatten. Ist es dann so? Und wie soll man jetzt dieses Spritzmittel einsetzen? Das kann ja keine Vorschriften geben, ne? Weil sonst würde man ja schon die Verantwortung übernehmen. Also es ist sehr kompliziert, hier aus dem Problem wieder herauszukommen. Das Merkwürdige ist, ich habe ja hier 5 Jahre in Deutschland gelebt. Ich war so oft auf Podiumdiskussionen, auch hier in dieser Region, als der so berühmte Monat 110 hier bei Feldversuche durch Inoplanta und so weiter immer wieder propagiert wurde als Lösung gegen Schädlinge, gegen den Maiszünsler. Ich hatte mal eine sehr schöne Diskussion in Kitzingen, denn in Kitzingen im Norden von Bayern, die Bayern wollten das Zeug ja nicht, aber im Norden gab es da einen Bauer, der hatte immer dafür plädiert, dass die Region dort den Maiszünsler bekämpfen sollte, wenn er vielleicht mal zum Schädling wird. Ne? Also so präventiv. Ne? Und da gab es mal einen Professor, einen Herrn aus Hannover, der hat dann dafür plädiert, BT-Mais sei die beste Lösung gegen den Maiszünsler. Die Diskussion lief aber ganz anders. Man sollte Fruchtfolge haben, man sollte die Reste des Maises zerstören, damit man es nicht ermöglicht, dass der Maiszünsler sich vermehrt. Man sollte eine Reihe von Möglichkeiten haben. Und je mehr Alternativen wir haben, umso mehr Chancen haben wir, den Schlüssel zu finden. Ne? Es könnte ja sein, dass eine von denen falsch ist. Kombinieren wir dann doch mehrere. Was war aber das Entscheidende? Bacillus thuringiensis hätte ja hier auch eingesetzt werden können. Im Schädlingsbefall. Aber nicht präventiv. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt haben wir die letzte Chance verschwendet und neue Probleme geschafft. Also es ist alles in dieser Logik, das so zu denken, dass die Wissenschaftler, die hier damals dafür plädiert hatten, auf Podiumdiskussionen, dass man diesen Mais unbedingt braucht und die werden das jetzt wieder tun und das ist immer noch derselbe Mais. BT-Pflanzen, das ist kein anderer, der jetzt kommen soll. Sie haben immer gesagt, dass sowas nicht passieren würde. Sie haben es sogar garantiert. Und das Schlimme ist ja, wenn ein Wissenschaftler etwas garantiert, sollte man dem gar nicht mehr trauen. Denn ein Wissenschaftler darf sich ja gar nicht sicher sein. Wenn er sich sicher ist, vertretet er was anderes als Wissenschaft. In der Wissenschaft gibt es nur Wahrscheinlichkeiten. Sicherheit nicht. Wenn man sich so sicher ist, dass etwas nicht passieren kann, und wenn jetzt es schon passiert ist und man immer noch versucht zu sagen, es gäbe es ja gar nicht. Es hat es ja schon in den USA gegeben, es hat es schon in anderen Ländern damals gegeben. Jetzt kann ich aber sagen, es gibt es in meinem Land. Also jetzt kann ich sagen, das ist die Erfahrung. Ich kann jetzt auch sagen, ich bin in der Biosicherheitskommission, die 18 Sorten von diesem Mais zugelassen hat. Und auf welche Studien hatten sie basiert? Ausschließlich auf Studien von den Konzernen, die dieses Zeug auf den Markt bringen wollten.
Keine andere. Das war die Sicherheit. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ein Chemiekonzern setzt so stark auf die Erweiterung der Giftproduktion. Man sollte sich nicht vorstellen, dass Imamekin-Benzoat nicht in dieser ganzen Zeit produziert wurde. Oder man sollte sich auch nicht vorstellen, dass die anderen Pestizide jetzt nicht mehr produziert werden. Dieselben, die da so viel Geld in die Produktion von Pestiziden gesteckt haben, waren dieselben, die in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, wir werden die gar nicht mehr brauchen, weil wir haben ja jetzt gentechnisch veränderten Mais, der gar keine Insektiziden mehr braucht. Also das ist aber auch noch nicht so schlimm. Vielleicht ist das Schlimmste, dass vielen Menschen das geglaubt haben. Was ja eigentlich unlogisch ist, oder? Wenn ich jetzt Vertreter eines Chemiekonzerns bin, und viele Wissenschaftler sind es ja auch indirekt. Ich würde jetzt nicht nur sagen viele, die meisten. Und dann stelle ich mich so hin und sage, dass ich mich freue, dass wir weniger Pestizide brauchen. Also so ein Mensch müsste ja gekündigt werden in so einem Konzern, oder? Also der macht doch Werbung gegen unser Geschäft, oder? Also das kann doch nicht stimmen. Also das ist jetzt ein Problem. Darüber könnten wir jetzt den ganzen Vortrag haben. Das ist aber nicht das einzige Problem. Wir haben eher mit einer anderen Entwicklung zu tun, die jetzt mit dieser kombiniert wurde. Das ist die sogenannte Herbizidresistenz. Und die ist ja nochmal erstaunlich anders aufgebaut worden. Wenn die Bauern sich gewünscht hätten, resistenten Sorten auf dem Markt zu haben, die jetzt, auch wenn es Unkräuter gibt, es nichts ausmacht. Nein, die haben keine resistentere Sorten entwickelt, die gegen Unkräuter besser konkurrieren können. Es wurden Sorten entwickelt, die es ertragen können, dass man Glyphosat auf sie spritzt. Das ist schon mal was anderes. Also hier kann man ja nicht sagen, man würde ohne Pestiziden auskommen. Die Argumentation war aber anders. Hier würde man mit Glyphosat zurechtkommen und das sei ja gar kein schlimmer Gift. Da erinnere ich mich noch ganz gut, vor 2 Jahren hatte ich einen Vortrag in Kiel und da hat sich ein Professor sehr aufgeregt, als ich dort an der Universität Kiel war, und er hat die Veranstaltung zunächst boykottiert und später hat das norddeutsche Fernsehen mich angerufen und da war ich schon in München, habe ich dort noch ein Interview gegeben aus Bayern, das Bayerische Fernsehen. Was heißt es dann, wenn wir hier in Europa Soja kaufen, bei denen Rückstände von Glyphosat drin sind? Was heißt das, wenn wir diese Pflanzen an Kühen, Schweinen und Hühner füttern? Vielleicht, was heißt es, wenn wir jetzt Fleisch, Eier und Milch von Tieren aufnehmen? Da gibt es ja auch noch eine schöne Gesetzlücke, ne? Da braucht man nicht kennzeichnen. Und das war vielleicht so skandalös, dass ich gesagt habe, dass die Sojapflanze, die aus Brasilien nach Europa exportiert wird, 14 bis 33 Milligramm Glyphosat pro Kilo enthält. Ich sagte aber, wenn wir sie exportieren, wenn wir sie abschicken am Hafen von Paranaguá, einer der Häfen Brasiliens, die damals auch in der Lage war, gentechnisch frei zu exportieren, dort hat es einen Wissenschaftler gegeben, der hat dann mal gemessen, wie sieht es dann aus mit unserer Soja? Dann hat er das festgestellt. Ich habe ja nicht behauptet, dass die Soja hier so ist. Ne? Denn es gibt ja keine Studie hier. Warum es diese Studie nicht gibt, dann muss man hier vielleicht eine Antwort finden. Also seitdem man gentechnisch veränderte Soja auf riesigen Ländereien auf 24 Millionen Hektar in Brasilien anbaut und diese Soja nach Europa exportiert wird, sind Wissenschaftler hier in dem Land noch nicht auf die Idee gekommen,
Oder vielleicht hat die Regierung es auch gar nicht unterstützt, also kein Licht gegeben, um zu sehen, wie viel Rückstände von Glyphosat in dieser Soja drin ist. Denn es könnte ja wissenschaftlich sein, und das ist eine Wahrscheinlichkeit, dass das nach 14 Tagen Verschiffung anders aussieht, wenn sie hier ankommen. Naja, ich kann ja nicht behaupten, die Soja werden hier so gefüttert. Kann ich ja nicht, ne? 14 Tage sollen ja ausreichen zum Abbau. Ja? Als ich vor 15 Jahren jemals Wald naturgeschützt hatte, bin ich mit einem Landwirtschaftsprofessor in irgendeiner Versuchsstation hier oben im Norden gefahren, nicht hier, also oben im Norden. Und da wurde also mit Glyphosat rumprobiert. Und da haben wir dann kritisch nachgefragt und da hat er uns versichert, dass also dieses Glyphosat in 14 Tagen mit Kohlendioxid im Wasser abgebaut ist. Ja, aber wo ist das Wasser jetzt? In einem Lastschiff oder was? Ja, nein, ich glaube das auch nicht. Ich glaube das. Die haben uns das wirklich erzählt. Ja, ja, ich weiß. Im Anbau. Im Anbau, ja, man spritzt Glyphosat drauf, dann in 14 Tagen wird sich das alles abbauen. Das ist aber nicht im Schiff gemeint, ne? Also 14 Tage Verschiffung. Es kommt hier an, es wird hier verfüttert. Wie viel Glyphosat ist da drin? Die einzige Antwort, die ich bisher bekommen habe, nach so vielen Vorträgen, in denen ich es immer wieder betone, die einzige Antwort war folgende. Und das war dann auch bei dieser Auseinandersetzung, bei diesem Bericht. Jetzt gibt es ja ganz viel zu Glyphosat, ne? Im Fernsehen. Ich glaube, ständig wird über Glyphosat berichtet. Ne? Damals war das ja erstaunlich, weil Glyphosat sei ja kein Gift, sei nicht so schlimm oder so. Und dann könnte man sogar trinken, ne? Sage ich auch immer. Kann man sollte es aber nicht. Wichtig ist es, was war die Standardantwort? Es liege unter der Rückstandsgrenze, die hier erlaubt ist. Jetzt raten Sie mal, wie viel ist sei diese Rückstandsgrenze? Mir wurde es gesagt, 20 Milligramm pro Kilo. Finden Sie das viel? Ja. Naja, gehen wir mal in die Geschichte etwas zurück. 2004 haben wir diese Soja erst zugelassen. Das ist eine Soja, die sieht genauso aus wie andere Sojapflanzen. Man kann das so visuell gar nicht unterscheiden. Eine Möglichkeit zu sehen, es sollte ja eigentlich nicht so aussehen, es sollte ja eigentlich... Ich nehme mal ein schöneres Bild von Soja, die eigentlich noch mit weniger Unkraut zu sehen ist. Das zum Beispiel hier. Das sollte eigentlich so sein. Super, ne? Nur Soja, kein Unkraut. Ja, alles grün, schön, nur eine Pflanze. Und ein Traktor. Ja. Also, man würde hier es schaffen, Glyphosat auf die Soja zu spritzen. Das Unkraut ist tot. Es ist ja kein schlimmer Gift, angeblich. Und kein Problem mehr. Es ist billiger, nicht so giftig oder weniger giftig. Und man hätte hier nicht mehr Probleme bei der Unkrautbekämpfung. Also, toll, oder? Super. Weniger Betriebskosten, weniger Pestizideinsatz, alles toll. Vielleicht hat Monsanto es auch zugunsten der Bauern entwickelt. Also wird gar nicht jetzt Kosten so groß, ne? Dachte man sich, ne? Die machen das zugunsten des Bauers. Ne? Die wollen ja mal helfen. Ne? Ist ja nicht schlecht, oder? Sehr sozial. Ja, sehr sozial. Soziale Verantwortung heißt es, ne? Des Unternehmens. Sie machen das mal, die haben es auch. 5 Jahre ohne Lizenzgebühr. Kostenlos. Eingeschmuggelt aus Argentinien. Die Soja hieß damals Maradona. Als sie kleiner war als die anderen Soja aus Brasilien, weil die waren ja eingeschmuggelt, nicht angepasst an unsere klimatischen Bedingungen, obwohl es ja nicht so weit ist, aber das Gebiet an der Grenze ist ja nicht mit Soja bewirtschaftet gewesen. Zweitens, argentinisch, Maradona. Das dritte ist aber erst später gekommen. Es sei eine süchtige Soja. Man braucht immer mehr Pestizide. Nicht nur 1 Liter pro Hektar, wie vorgesehen ist. Das ist ja vorgeschrieben nach der fachlichen Praxis. 1 Liter pro Hektar, okay? Vor der Aussaat, Unkraut vernichten, direkt drauf sehen, es geht weiter. Jetzt hat man die Chance, auf die Soja zu spritzen, das heißt ja 2 Liter, oder? Ich würde jetzt nicht die Technik verschwenden, ne? Vor der Aussaat macht man es und man macht es auch nach der Aussaat. Jetzt nochmal eine Erkenntnis,
anderes als die selektiven Herbizide, die Keime zerstören konnten und zu bestimmten Pflanzen gerichtet waren, auf bestimmten Pflanzen, handelt es sich hier um ein Totalherbizid, also ein Unkrautvernichtungsmittel, das fast alles töten soll. Fast so wie die Raupe, ne? Die wir jetzt haben. Das ist vielleicht die beste Unkrautverkämpfungsalternative. Ne? Also die können wir ja auch einsetzen. Das Problem ist aber übrigens nicht bei, was Soja ist und was Unkraut ist. Ne? Die kann ja nicht unterscheiden. Naja, wenn wir jetzt sehen, was damals vorgesehen war, 1 Liter pro Hektar ist die fachliche Praxis. Es war nach wissenschaftlichen Studien vorgesehen, dass man dabei Rückstände hat. Warum gibt es überhaupt diese Rückstände? Weil Glyphosat ja der Wirkstoff ist, der gemessen wurde im Labor, sei nicht zu giftig. Damit aber dieser Wirkstoff wirkt, braucht man einen anderen Zusatzstoff, nämlich Tallowamin. Tallowamin reduziert die Spannung der Oberfläche eines Gewebes, damit der Wirkstoff eindringen kann. Sonst würde er nicht funktionieren. Tallowamin ist jetzt das Giftigste, wird aber nicht so erwähnt. Es wird immer von Glyphosat gesprochen. Also es handelt sich jetzt nicht um Glyphosat an sich. Es handelt sich um die Formel, die auf dem Markt ist, damit man ihn auch einsetzen kann. Die Wissenschaftler werden dann sagen, nein, mein Gebiet ist Glyphosat, nicht Tallowamin, habe damit nichts zu tun. Aber eigentlich ist es so, dass Tallowamin verboten wurde in Europa. Man weiß über die Wirkungen, besonders krebserregende, also es kann Krebs verursachen, Tumoren, Karzinomen, es kann die Wahrscheinlichkeit zu Reproduktionsproblemen erhöhen, das kennen wir. So hat Europa sich entschieden, kein Tallowamin mehr zuzulassen bei diesen Marken von Glyphosat, obwohl man durch Schmuggel sie wieder reinbringen kann, zum Beispiel in Brasilien ganz oft so. Man kauft die billigeren Sorten von Glyphosat. Ja? Ist ja auch so, man soll ja Kosten sparen, oder? Und dann haben wir in Europa mit einem anderen Zusatzstoff zu tun, das ist sogenannte Polyxyethylenalkylamin, POEA, bekannt auch für dieselbe Wirkung, nur nicht so schädlich. Naja, jetzt ist sogar das Verbot schon von vielen Ländern, die wollen alle Formeln von Einsatz von Roundup, also von diesen Formeln von Glyphosat, die auf dem Markt sind. Roundup ist ja die berühmteste von Monsanto, war Patent eine ganze Zeit. Nur Monsanto konnte dann beides kombinieren, Saatgut und Herbiziden. Da hatten wir schon mal wissenschaftlich gewusst, dass bei der gentechnisch veränderte Soja durch den Effekt von Tallowamin das Glyphosat auch eindringt in diese Pflanze. Das heißt ja nicht, dass es dieser Pflanze nicht schadet. Das heißt nur, dass diese Pflanze in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, weil man durch den Einbau eines Teiles von einer Bodenbakterie, die resistent ist gegen Glyphosat, es geschafft hat, die Hemmung des Aminosäurewechsels aufzulösen. Das heißt aber immer noch nicht, dass Glyphosat nicht eindringt. Also die Pflanze nimmt das Glyphosat auf, es ist in der Pflanze, aber die Pflanze wächst weiter. Was passiert jetzt, wenn wir einen Mais haben, der diesen Glyphosat aufnimmt und wir füttern ihn? Das heißt, wir haben jetzt Rückstände von Glyphosat in der Pflanze. Und wir haben das auch in den Körnern. Deswegen hatten wir ja eine Rückstandsgrenze. Wenn wir 1 Liter pro Hektar gespritzt hätten, wie die fachliche Praxis es uns auch vorschreibt. Ich war ja Agrarberater, damals Giftverkäufer, ich weiß das noch ganz genau, dass man nicht mehr als 1 Liter pro Hektar spritzen sollte. Später komme ich nochmal auf diese Frage, warum nicht. Und dann hat man bei der Zulassung damals die Rückstandsgrenze erhöht. Ohne eine Rücksicht zu haben, ob das überhaupt von der Gesundheit her oder von der Schädigung auf Gesundheit und Umwelt sinnvoll wäre. Damals war die Rückstandsgrenze 2004 bei der Zulassung dieser Soja 0,2 Milligramm pro Kilo.
0,2 heißt 100 mal weniger, als in Deutschland gesagt wurde, es sei die Rückstandsgrenze. Hier. Und man hat es in Brasilien auf einmal auf 50 mal erhöht, also die Hälfte von dem, was mir immer in Deutschland gesagt wird. Bei uns liegt die Rückstandsgrenze bei 10 Milligramm pro Kilo. Man wusste es ja, dass man mehr spritzen würde. Das ist doch auch logisch, oder? Nichts ist vielleicht logischer als das, was man da gemacht hat. Man hat so viel Glyphosat auf der Welt produziert, dass es kein Spritzmittel auf der Welt gibt, das so viel verkauft wird und so viel eingesetzt wird. So spritzt man vor der Aussaat, nach der Aussaat, dann zerstört es nicht alle Keimen und das wächst wieder. Und dann spritzt man schon dreimal und dann kommt das Problem erst nach 5 Jahren. Dann haben wir ein paar Unkräuter und das war das vorherige Bild, das ich ja nicht so zeigen wollte, weil hier noch die Hoffnung war. Dann haben wir das andere Bild hier. Und das Bild hier ist eigentlich einer der aktuellsten Bilder zu Soja in Brasilien. Das sieht dann irgendwie so aus. Also da haben wir eine Pflanze, die auch nicht als Unkraut bekannt war. Kanadisches Berufskraut heißt das in Brasilien. Coniza canadensis. Ja, das Unkraut wächst über die Soja raus. Ist völlig resistent gegen Glyphosat. Was macht man da jetzt, Herr? Ja, natürlich, man spritzt mehr, oder? Ja, logisch. Also 4 Liter. Logisch. Dann kommt die nächste Unkrautsorte, die wird dann auch resistent, Hypomoea sp. Naja, hat auch nicht gewirkt. Und das ist noch so blöd, die wächst ja genau neben der Sojapflanze, also man kann auch schwierig hacken. Ne? Man hackt die Pflanze mit raus. Also die wächst hier ganz, also neben der Pflanze so. Ganz toll, ne? Und ringelt sich rum bis nach oben und dann wird es so ein Wald von Unkraut und dann zerstört es die Photosynthese, das ist das Schlimmste überhaupt. Keine Sonne mehr für die Soja, Schluss. Da muss man sie ausroppen, das ist ja toll. Anstatt sie auszuroppen, geht man dahin und spritzt nochmal Glyphosat. Und je mehr man spritzt, umso mehr Unkräuter werden resistent. Mehr geht im Boden. Ja, jetzt haben wir nochmal was Schönes. Deshalb haben wir 14 bis 33 Milligramm pro Kilo Rückstände. Das Schlimme bei dem Interview war ja, dass ich sagte 33. Ne? Hätte ich vielleicht 19 gesagt, wäre das ja nicht schlimm. Hätte ich ja nur 14 gesagt, dann liegt das ja unter der Rückstandsgrenze, oder? Ist doch nicht schlimm, oder? Also gesetzlich vorgesehen 20, doch, in Ordnung, oder? Was macht man mit den Gesetzen hier? Ich erlebe es in Brasilien. Nachdem man die Sorte zugelassen hat, dann kommt das ganz schnell bei der Erhöhung der Rückstandsgrenze. Dann kommt der Druck. Denn man hat das doch schon zugelassen. Was soll das jetzt? Jetzt darf man das Spritzmittel nicht mehr verwenden. Genauso wie bei Glufosinat. Jetzt hat man es mal zugelassen, ne? Vielleicht wird es so sein, und dann 2017 läuft das Zeug ab. Das ist doch blöd, oder? Muss man wieder verlängern, oder? Ist das nicht eine Chance, so gesehen? Also von Bayer, BASF, Syngenta, von den allen mal gesehen, ist das jetzt ein Problem, dass man 5 Liter pro Hektar Glyphosat spritzt. Die sagen, das sei ja das Schlimme daran, dass deshalb die Unkräuter resistent werden. Also wer ist da wieder schuld? Ja klar, warum spritzt er so viel? Ist ja unmöglich, hey. Man will jetzt Unkräuter bekämpfen, dann spritzt man 5 Liter pro Hektar. Die Argentinier sprühen manchmal 14 Liter pro Hektar. Nach Berichten der Bauern da an der Grenze, bei uns. Also 8 Liter im Durchschnitt, bei uns liegt der Durchschnitt bei 5 Liter. Naja, was ist jetzt da hier dahinter? Ich könnte hier mal eine Idee haben. So. Vielleicht ist es hier die Chance, mehr Pestizide einsetzen zu können. Das ist das Erste. Zweitens, Pestiziden einsetzen zu können und weiter einsetzen zu können, die vielleicht ablaufen bei der Zulassung. Und drittens, vielleicht auch nochmal Spritzmittel auf den Markt zu bringen, die schon verboten sind. Ist das nicht auch eine Chance? Das ist doch toll, oder? Wie kann man das schaffen? Das ist doch Sachzwang, oder? Jetzt, wer ist dagegen?
in einer Notsituation zu sagen, jetzt verlieren wir mal die Ernte oder wir erlauben dieses Spritzmittel. Was macht man dann? Ja? Das ist so ähnlich wie das Buch, das mal in den 60er Jahren über Afrika geschrieben wurde, von den damaligen Entwicklungshelfern aus den USA. Ja? Die haben es aber kritisiert. Das Buch heißt, iss Scheiß oder stirb. Was ist schlimmer? Naja, das ist immer die Frage, die mir gestellt wird. Was wollen Sie dann? Wollen Sie jetzt, dass man hacken geht, oder? Das ist die Frage. Ich erinnere mich noch gut an diese Frage. Damals gab es einen Andreas Thierfelder von Monsanto in Deutschland. Bekannt hier. Der hat mal ein Interview beim Deutschlandfunk gegeben. Ich war dabei. Ich habe das aufgenommen. Da wurde gefragt, was werden Sie einem Bauer empfehlen, wenn diese schöne Sorte, glyphosatresistente Sorte, die Sie da jetzt hier einführen möchten, wenn es Unkräuter gibt, die resistent sind gegen dieses Spritzmittel, dann sagt er, dann muss man die Wirkstoffe wechseln. Den Wirkstoff Glyphosat wechseln. Ja gut, ne? Dann hat der Journalist sich aber gut vorbereitet und festgestellt, dass die meisten Wirkstoffe ja auch schon eine Resistenz hatten. Also, was soll das jetzt? Wir nehmen kein Glyphosat, sondern wir nehmen ein anderes Gift, der auch resistent ist. Damals hat er eine tolle Antwort gegeben. Er sagte wörtlich, wenn es dann so schlimm wird, dass da so ein Pflänzchen stehen bleibt, dann geht der Bauer dahin und hackt dieses Pflänzchen raus. Das ist so ähnlich, wie wenn ich diese eine Raupe finden würde, die da resistent geworden ist. Es ist nicht nur ein Pflänzchen. Das sind ein paar Pflänzchen mehr. Und was passiert jetzt? Tatsächlich muss man den Wirkstoff wechseln. Gibt es da noch eine? Die sollte vorher den Wirkstoff wechseln sollen. Ja, aber den Wirkstoff, den man jetzt zulassen möchte, war ja verboten. Den man jetzt zulassen möchte, heißt so schön 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure. Ein Zusatzstoff vom Agent Orange. Entlaubungsmittel, eine der giftigsten Spritzmittel überhaupt. Zerstört auch viele Früchte, verhindert die Blüte, viele Früchte, zum Beispiel Weinreben. Ja, was soll man jetzt, ne? Man muss das Zeug doch zulassen, oder? Das ist doch nicht toll. Wir haben jetzt vor der Zulassung einen Orange-Mais und eine Orange-Soja. Das sind Soja, die dreimal resistent gemacht wurden. Mais auch. Einmal gegen Glyphosat, das soll ja alles töten. Die sind alle Töter, tötet nicht mehr alles. Jetzt nochmal gegen Mensch, immer wieder. Zwei? Gegen Hülsenfrüchte und 2 keimblättrige Pflanzen. Super. Also man hat jetzt eine Resistenz gegen Glufosinat drin. Der läuft ab, aber okay. Brasilien hatten auch, viele Länder hatten schon verboten. Ne? Und dann nochmal Agent Orange. Also mit der Hoffnung, und dann 3 Spritzmittel einsetzen zu können. Von wegen jetzt weniger Pestizideinsatz. War das nicht die Rede? Wir haben es hier durch geschafft, durch gentechnisch veränderten Sorten von Soja. Wir haben 5 zugelassen. Wir haben 18 Sorten zugelassen von Mais. Wir haben es geschafft, dass bei uns der Pestizideinsatz so hoch ist, dass wir ihn umgerechnet pro Einwohner als Weltspitze berichten können, 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Das ist mehr als Wein. Ja, Brasilianer haben nicht diesen Konsum von Wein pro Einwohner. Ein Agrargift schon. Das heißt jetzt auch, dass die Gewässer, dass die Lebensmittel vor Ort
Alles verseucht ist mit diesem schönen Spritzmittel, nicht nur die Kölner, die nach Europa exportiert werden. Die Fische, Wasserorganismen und besonders diese Tiere mit dünner Haut, also Frösche, alles was eine dünnere Haut hat. Denn der Effekt auf die Haut ist schlimmer, als wenn sie ihn trinken würden. Also dies mit trinken hat auch eine Bedeutung. Also die Haut nimmt ihn eher auf, als wenn man ihn trinken würde. Ja? Sie haben ja vorher gesagt, 16 Millionen Hektar gentechnikfreie Soja. Gentechnikfreie Soja. Da werden ja diese Spritzmittel dann nicht in der Menge und nicht in der Vielzahl angewendet. Das müsste sich doch auch rechnen. Also, oder hatten die dann alle per Hand? Also diese Spritzmittel kosten ja auch Geld. Ja. Dann müsste sich doch eigentlich automatisch rumsprechen, wir können hier das billiger erzeugen, ohne so viel Betriebsmitteleinsatz. Oder kostet das, müssen die dann Handhake machen oder sowas? Mhm. Also zunächst kann ich hier ja nicht sagen, dass man bei der gentechnikfreien Soja kein Gift spritzt. Und auch nicht, dass es nicht schlimmer ist. Okay. Sondern es ist zunächst mal eine Soja, bei der keine Rückstände von Glyphosat so zu finden sind, weil wir da nicht diese Herbizidresistenz haben. Das heißt ja, wenn wir auf die Soja, die gentechnikfrei ist, Glyphosat draufspritzen, ist sie tot. Dann haben wir das Phänomen nicht. Okay? Das heißt aber nicht, dass keine anderen Spritzmittel da verwendet werden, die auch vielleicht schlimmer sein können als Glyphosat. Okay? Das ist auch wichtig. Aber noch wichtiger vielleicht ist es zu verstehen tatsächlich, warum es derzeit passiert. Ich habe ja immer wieder gesagt, auch in meiner Doktorarbeit, es ist so schwierig, es zu erklären, warum ein Bauer etwas tut, was völlig unrentabel ist. Ich weiß nicht, ob Sie mir dabei helfen, diese Antwort anders zu begründen, aber ich habe da Schwierigkeiten, es zu verstehen. Denn ich hatte damals die Bio-Soja untersucht. Was ist das dann für ein Zeug? Bio-Soja ist ohne chemische Düngemittel und ohne Agrargifte. Dann wäre es die Variante, die sich da gewünscht wird bei Gentechnik frei. Damals war der Preis von Bio-Soja 50 Mal höher als beim konventionellen Soja. Nur die mal verglichen. Man hätte 10-mal mehr produzieren können, nur von der Nachfrage her gesehen. Bei den Produktionskosten war es 43% billiger. Warum produziert man dann diese Soja? Also völlig absurd, oder? Das Schlimme ist, dass man es nicht geschafft hat, also nicht mal gentechnisch frei, sondern noch schlimmer, Biosoja in einer Insel zu produzieren, wenn herum alle anderen Bauern Gensoja produzieren. Also die Kontamination. Und bei Soja. Soja ist eine Pflanze, die sich selbst befruchtet. Es gibt biologisch keine Kontamination. Aber bei Maschinenverkehr, beim Transport, bei der Verlagerung kam es immer zur Mischung. So mussten die kleinen Bauern aufhören, Biosoja zu produzieren, da unten im Süden. Warum sage ich jetzt auch die Kleinbauern da? Weil eigentlich da die meisten Kleinbauern sind, bei uns ist ein Kleinbauer bis 100 Hektar, ne? Diese Art von Produktion von Biosoja war damals mit mehr Arbeit verbunden. Also da musste man schon in kleineren Flächen produzieren. Man musste ja auch Fruchtfolge praktizieren. In den ersten Jahren, 3 Jahren Entgiftung, wie es als Biosoja anerkannt wurde. Also das konnte man dann in großen Flächen gar nicht machen. Was derzeit passiert, ist was anderes. Die Großbauern, also ich sage mal Großbauern in Brasilien, ist ab 2500 Hektar. Da inzwischen gibt es noch ganz viele mittelständige, oder so würde ich es bezeichnen. Die haben nach 10 Jahren erkannt, dass die Preise von gentechnikfrei besser sind, dass die Produktionskosten bei gentechnisch veränderter Soja höher sind und ganz einfach, dass der Ertrag nicht höher ist, sondern geringer. Und das ist vielleicht der größte Mythos der Gentechnik. Ich sage ein Mythos, weil immer noch behauptet wird, man würde durch Gentechnik es schaffen, mehr Ertrag zu erzeugen. Das gibt es in der
Realität noch nicht. Vielleicht schafft man es mal. Ich bezweifle es. Wir haben derzeit nur insektenresistenten Pflanzen und herbizidresistenten Pflanzen im Anbau. Wie kommt man auf die Idee zu denken, dass man hier mehr Ertrag hat? Indem man glaubt, dass man mit der Unkrautbekämpfung besser zurechtkommt, billiger sogar, ja? Und dass man dadurch es schaffen würde, ohne Unkraut mehr pro Hektar zu haben als mit Unkraut. Wenn man dann es vergleicht, könnte man vielleicht, und das ist auch dann die Statistik, die man dann benutzt, um solche Theorie zu stützen. Das heißt, wir würden zum Beispiel mal einen Feldversuch machen. Eins mit Gensoja, eins mit gentechnikfreier Soja. Bei beiden wächst Unkraut, okay? Bei der Gensoja können wir Glyphosat draufspritzen. So hatten wir ja die Hoffnung, in den ersten Jahren hat es auch funktioniert. Das meiste Unkraut ist tot und die Soja bleibt schön stehen. Okay? Bei dem anderen können wir das ja nicht. Wenn wir hier Glyphosat draufspritzen, ist die Soja tot. Dann müssen wir eine andere Methode nehmen. Das ist schon nicht mehr wissenschaftlich als komparative Studie. Denn wir machen das ja mit anderen Mitteln. Es ist nicht mehr komparativ. Es ist nicht unter selben Bedingungen verglichen. Wir nehmen dann andere Spritzmittel, die man bei der gentechnikfreien Soja anwenden kann. Und dann kommen wir auf welches Ergebnis? Mehr Ertrag bei der gentechnisch veränderten Soja. Natürlich, mit weniger Unkraut. Das ist ja das Indirekte. Okay? So kommt man auf eine Statistik, die beweist, dass man den Ertrag steigern kann mit gentechnisch veränderter Soja. Das ist aber nach meiner Erkenntnis von Wissenschaft nicht wissenschaftlich, denn man kann ja nur vergleichen, wenn man dieselben Bedingungen vergleicht. So haben wir kritischen Wissenschaftler, nicht sagen wir, weltweit gibt es Wissenschaftler, die das versucht haben, sie machen das mit derselben Methoden. Zum Beispiel, ist ja klein, wir hacken alle Unkräuter raus bei beiden Versuchen. Und was stellen wir da fest? Erstaunlich. Wir haben noch keine ausreichende Antwort dazu. Unter selben Bedingungen gemessen, ohne Unkraut, produziert die gentechnikfreie Soja mehr. 5 bis 10% mehr. Woran liegt das dann? Es gibt da ganz viele Gründe. Ein Grund ist der hier. Es sind hier zwei Bilder zu sehen. Das erste heißt, hier wurde ein Pulverisator lange stehen gehalten, um zu testen, ob die Soja auch beschädigt wird, wenn sie gentechnisch verändert ist, wenn sie diese Glyphosat aufnimmt, ob es da irgendwie eine Grenze gibt. Also hier sieht man diesen gelben Streifen. Das heißt, auch die Soja wird beschädigt durch übermäßigen Einsatz von Glyphosat. Das ist ein Argument, vielleicht eine der Argumente, die nicht so aussagereich sind. Das andere Beispiel ist hier vielleicht viel wichtiger. Denn hier wissen wir, was es heißt, wenn wir übermäßig Glyphosat einsetzen. Wir beeinträchtigen diesen Knöllchenbakterien. Rhizobium sp ist zuständig für die Fixierung von Stickstoff aus der Luft. Und wir wissen es, wenn wir mehr als 1 Liter pro Hektar spritzen, und deswegen sagte ich ja vorher, ich werde wieder zurückkommen auf dieses Argument, das ist die gute fachliche Praxis. Seit 1986 wissen wir das durch das Agrarforschungsinstitut in Brapa, dass der übermäßige Einsatz von Glyphosat die Knöllchenbakterien einer Hülsefrüchte, Sojabohne, beschädigt. Das heißt, in der Wachstumsperiode der Sojapflanze werden wir hier weniger Stickstoff haben. Und das ist auch vielleicht die wissenschaftliche Erklärung, warum die Sorte Maradona ist. Die bleibt etwas kleiner. Unsüchtiger.
Und nochmal wichtig, hier haben wir auch vielleicht die Basis zur Bildung von Eiweiß. Denn Stickstoff und Eiweißbildung hängen zusammen. Viele Wissenschaftler begreifen den Zusammenhang ja nicht mehr. Spezialist zu sein heißt, fast alles über fast nichts zu verstehen, ne? Weil man die Zusammenhänge ausschließt. Fachidioten sagt man das auf Deutsch. Ne? Hier, wenn wir diese Knöllchenbakterien beeinträchtigen, haben wir auch eine Soja, die weniger Eiweiß hat. Das heißt dann auch, dass man auf dem Markt Sojaschrot aus Brasilien hat, das mit mehr Eiweiß verbunden ist, gentechnikfrei, und mit weniger Eiweiß, gentechnik verändert. Das rechnen manche mit dem schönen Argument, man würde ja auch eine Kuh nicht nach Gewicht kaufen. Ne? Denn es geht ja nach Leistung. Was ist jetzt die Leistung von gentechnikfreiem Soja? Pro Kilo kostet es vielleicht ein paar Cent mehr, weil die getrennte Lagerung und Transport das so bringt. Die Nachfrage ist größer als die Produktion, ne, noch derzeit. Aber es lohnt sich ja vielleicht, gentechnikfrei zu produzieren. Man hat dann auch eine bessere Soja. Was ist dann das Argument am Ende? Wir haben eigentlich eine schlechtere Soja produziert durch die Gentechnik. Und nicht das, was immer wieder behauptet wird. Man hätte jetzt eine Form der Pflanzenzüchtung, die schneller geht, die vielleicht den Hunger in der Welt bekämpfen könnte. Also wir haben hier mit einem großen Problem für Bauern zu tun, nämlich um diese Betriebskosten, die steigen, zu ertragen und die sinkenden Erträge. Man muss ja auch hier noch sagen, dass die brasilianischen Sojasorten, die Spitzensorten auf der Welt sind, also die ertragreichsten überhaupt, und dass man 1% Ertragssteigerung hatte bei der konventionellen Züchtung, bis man diese Pflanze herbizidresistent macht, dauert es bis zu 10 Jahre, bis sie auf dem Markt sind. Deswegen wollen die ja, dass die Konzerne immer wieder, dass das schneller gehen soll, bei der Zulassung, ohne Studien zum Beispiel. Jetzt haben wir es nur mit Studien von Konzernen, die so lange dauern. Ne? Jetzt wollen Sie das noch ohne Studien vielleicht. Ja, vielleicht ist die Abstimmung ja immer noch dieselbe, ohne Studien wie mit Studien. Das weiß man ja auch nicht. Aber stellen wir uns mal einen Kontext so vor. Wir werden jetzt hier bei dieser Entwicklung mehr Kosten haben, weniger Erträge haben, mehr Pestizideinsatz haben. Das heißt ja, um das kompensieren zu können, müsste man die Fläche erweitern. Das geht noch in Brasilien. Wir haben noch 80 Millionen Hektar, die brach liegen. Man könnte ja noch die Produktion weiter erweitern. Das geht aber nicht für alle. Also nicht jeder Bauer kann da jetzt einfach die Produktion erweitern. Auch wenn allen es könnten, würde es technisch nicht gehen. Ja, wer würde da aufhören, damit ein paar anderen größer werden. Das heißt Landkonzentration, das heißt auch Landflucht, also das heißt auch weniger Bauern zu haben, das ist eine Tendenz, die auch zu sehen ist in diesem Kontext. Und vielleicht auch mehr Hunger, ne? Weil Bauern ja immer, wenn sie aufhören, von anderen ernährt werden müssen. Also sind dann Menschen, die aufgegeben haben, sich selbst zu ernähren. Und bei dieser Entwicklung auch wichtig zu sehen, wir werden in den nächsten Jahren vielleicht beides haben. Eine Erweiterung der Anbaufläche für gentechnikfrei und eine Erweiterung der Fläche für gentechnikveränderte Soja, bis es endlich dazu kommt, dass man hier gar nicht mehr weiterkommt mit diesen Pflanzen. Auch wenn man alle Resistenzen hier kombiniert, schafft man ja immer wieder neue Probleme. Und man kommt aus dieser Sackgasse fast gar nicht mehr raus. Für die brasilianischen Bauern vielleicht nochmal wichtig, die Bedeutung einer Pflanze zu haben, die die Beschwerlichkeit der Arbeit reduzieren könnte. Und diese Hoffnung danach ist manchmal viel höher als das, was man in der Realität sieht. So hofft man immer noch weiter. Wie man diese Hoffnung produziert
ist auch eine spannende Frage. Denn nach dem ganzen Scheitern hier gibt es immer noch Menschen und auch in der Wissenschaft, die behaupten, man würde das wieder in den Griff bekommen. Mit der nächsten Technik, die immer noch auf dasselbe basiert. Also isoliert alles betrachten, die Zusammenhänge nicht mehr verstehen, am Ende gar nicht sagen, ich war ja eigentlich bei der Entwicklung dabei, sondern na ja, in der Wissenschaft kann man sich ja mal irren, oder? Das Problem ist, wer zahlt jetzt das Ganze? Das sind dann immer wiederum die Bauern. Und das kennt man in der Geschichte der Landwirtschaft, dass es immer wiederum so gesagt wird. Also warum soll man hier in Europa überhaupt diese Pflanzen anbauen, die wir in Brasilien schon kennen? Oder sich vielleicht doch die Hoffnung nochmal erwecken, man könnte es hier vielleicht anders machen. Oder vielleicht sei die Sorte 1507, die bei uns schon lange zugelassen ist, jetzt was Neues. Als wäre es nicht genau dieser DT-Mais mit demselben Toxin. Aber vielleicht gibt es die Hoffnung genauso, wie ich hoffe, dass die Soja hier mit weniger Rückstände ankommt, als sie wir abschicken. Ne? Das wäre ja auch eine Wahrscheinlichkeit. Es sind ja andere klimatische Bedingungen, es sind andere Bodenstrukturen, andere Agrarstrukturen, also das alles. Ne? Ich weiß, dass ich hier viel länger reden könnte, ich sollte aber trotzdem in die Diskussion hineinkommen. Und ich sollte dann zu meiner letzten Geschichte kommen. Als ich mal 2009 einen Flug aus Brasilien nach Deutschland genommen habe von Lufthansa, habe ich erst spät bemerkt, dass ein Flug, wenn er hier in Frankfurt ankommt, aus São Paulo, eine Reaktion bei den Menschen bewirkt, die in Brasilien nicht so zu sehen ist. Also die Menschen klatschen. Dann wird man wach, was ist da passiert? Na ja, wir sind angekommen. Ja, aber das ist nicht nur, weil man angekommen ist. Genau. Man ist lebend angekommen und die Menschen hier haben ein Verständnis von Risiko. Es ist eine Wahrscheinlichkeit, anzukommen. Ne? Man könnte ja nicht ankommen. Vielleicht ist es für andere Menschen auf der Welt nicht so mit Risiken verbunden. Es ist ja auch viel sicherer als andere Transportmittel. Also, so gesehen müsste man ja beim Auto klatschen. Ne? Ja. Jedes Mal, wenn man nach Hause kommt. Oder mit dem Zug. Oder mit dem... Aber nee, beim Flug ist es so mit dieser Vorsicht verbunden, das auch mit Vorsicht mit Technik zu tun hat, glaube ich. Ich habe es gelernt, dass hier in Deutschland schon viele Erfahrungen gemacht wurden mit Technik, sodass man nicht jede Technik als Fortschritt sehen sollte. Man kann auch Dinge haben, die gar kein Fortschritt sind, auch wenn sie als Innovation präsentiert werden. Also Innovation heißt ja immer Fortschritt. Ne? Man glaubt, es sei etwas Fortschrittliches mit der Gentechnik. Man glaubte ja auch schon mal, es sei etwas Fortschrittliches, diese Atomenergie. Ne? Man glaubte schon vieles in der Geschichte der Technik sei ein Fortschritt. Später hat man es wieder anders gemacht. Man hat dann aus dieser Technik was anderes gemacht. Hier zum Beispiel könnte man aus der Erkenntnis der DNS sehr viel lernen und sehen, dass diese Reihenfolge an Genen, die da existieren, uns helfen können, um schneller Pflanzen auszusuchen, die hier an klimatischen Bedingungen vielleicht resistenter sind und die dann auskreuzt mit hiesigen Sorten. Also es wäre schon ganz wichtig, diese Erkenntnis. Dass man aber auf die Idee kommt, herbizidresistenten Pflanzen und insektenresistenten Pflanzen daraus zu produzieren, ist vielleicht das, was nicht so innovativ ist, nach unserer Erfahrung. Jetzt zurück zur Geschichte. Dann hat eine Stewardin, also Stewardin, sagt man? Stewardess. Eine Frau war es. Mir gesagt, dass es so normal sei. Es sei so fast wie eine Ehre für den Kapitän, dass er da gut gelandet hat. Also es hat jetzt nicht nur mit dem Fliegen zu tun, auch mit dem Landen. Ne? Also nicht so komisch herumschütteln, ne? Ganz leise und super angekommen.
Naja, dann war natürlich meine Frage, ob es dann immer so ist. Ne? Sagt sie natürlich nicht, ne? Sonst würde ich ja nicht klatschen. Ne? Aber wie war es dann schon mal? War es schon mal riskant? So, ne? Dann sagt sie, ja, ich erinnere mich noch an eine Geschichte. Ich bin ja immer der Letzte, der da drin bleibt, weil ich glaube ja immer, ich komme ja doch nicht eher raus. Ne? Da sind ja viele, die stehen gleich auf und wollen gleich zum Gepäck, als ob sie wüssten, als ob sie glauben würden, das Gepäck wäre ja nicht mitgekommen. Man ist zuerst da, dann ist das Gepäck schon da. Ne? Das geht ja nicht. Das Gepäck kommt immer später. Und dann hat sie mir erklärt, dass sie mal eine Situation erlebt hätten, in der, ich weiß ja nicht, ob das wahr ist, ne? Müssen Sie ja selbst prüfen. Und dann wäre es zu Turbulenzen gekommen. In einer Situation der Turbulenzen sagt man oft, dass Panik nicht hilft. Ne? Was macht man dann? Man beruhigt die Leute. Ne? Sie sagt aber gleich, das waren nicht nur Turbulenzen, sonst wir hatten total die Kontrolle über das Flugzeug verloren. Wir wussten gar nicht mehr, was sie da machen sollten. Ja, wie soll man das jetzt sagen? Ne? Man ist ja auch drin, man weiß es. Ne? Jetzt muss man so tun, als ob es nicht wäre, aber man hat ja auch Angst. Das ist fast so wie im Film Titanic. Ne? Da geht das Schiff unter und die Musiker müssen weiter spielen, als ob sie da nicht drin wären. Was sollen die da singen? Das ist so komisch. In so einer Situation erlebt man Dinge wie zum Beispiel, ja, will einer den Boot vom anderen kaufen, aber was macht man da mit dem Geld? Ne? So sinnlos. Ne? Und dann sagt sie, ja komisch, dass ein Mensch da drin saß und als andere da herumschrien und weinten und beteten, alles was so typisch ist in einer solchen Situation, hätte so ein Mensch nur gesagt, ja, bring mir mal einen Kaffee. Ne? Ja, was ist das für eine Frage? Ey? Oder bring mir mal einen Whisky. Und so. Ja, da schüttelt alles herum und gar nicht, ja, voll in Ruhe. Ne? Dann wäre tatsächlich die Frage gewesen, ne? Wie kann man so ruhig in so einer Situation bleiben. Dann sagt sie mir dann später, ja, der Flug ist dann wieder unter Kontrolle gewesen. Sonst hätte sie ja nicht erzählen können, denn die ganze Geschichte, das wäre ja logisch. Ne? Wenn wir sagen würden, ja, wir sind dann alle ins Meer gefallen. Ne? Nach 3 Jahren sind wir zurückgekommen. Nicht so logisch. Ne? Dann sagt sie, ja, dann wollten alle wissen, wie kann man in einer solchen Situation so ruhig bleiben. Und dann ist die Antwort vielleicht das Wichtigste. Und das hat dann wieder mit diesem Beispiel des Lichtes zu tun und was man da sucht und überhaupt, wie agiert man da? Wie lustig das alles immer noch sein kann. Die Antwort haben sie dann später auch als Werbung, glaube ich, verwendet, ich weiß aber nicht wo. Die Antwort wäre gewesen, ja, die Maschine gehört doch nicht mehr. Ist doch blöd, oder? Naja, das ist. Ich finde das gar nicht lustig. Also. Es ist ja komisch, da sitzt man drin und man sagt, gehört nicht mir. Ja, was spielt das für eine Rolle? Ich bin trotzdem auf die Idee gekommen, mal anders zu überlegen. Und es handelt sich nicht um einen Flug, sondern wir nennen diesen Flug mal Landwirtschaft. Oder wir nennen mal diesen Flug unser Planeten. Oder wir können ihn einfach als Grundlage der Nahrungsmittelproduktion nennen. Und dann gibt es immer wiederum Menschen, die auch da drin sitzen. Das sind zum Beispiel Wissenschaftler. Und die kommen auf solche Ideen und sagen, naja, das muss der Bauer jetzt wissen, ne? Ich habe damit nichts zu tun. Also wie kann man da sagen, ich habe damit nichts zu tun? Also hier in diesem Kontext kann ich als Wissenschaftler nicht sagen, ich habe hiermit nichts zu tun. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich wieder feststelle, dass es gentechnikfreie Regionen gibt, dass es Menschen gibt, die in diesem Flug drin sitzen, so wie ich auch, und die nicht einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun, sondern zeigen, dass wir zusammen was tun können. Es gibt noch vieles zu tun. Vielleicht das zu erkennen, was wir schon an Erfahrung haben. Und das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, aus der Erfahrung zu lernen.
Und wenn man als Wissenschaftler das nicht tut, dann ist das mir so ähnlich wie vor 20 Jahren, als ich zum Giftverkäufer trainiert wurde. Und in Brasilien sagt man es Insistência Técnica, anstatt Assistência Técnica. Assistência Técnica heißt Agrarberatung. Insistência Técnica heißt es, du bist in der Lage, einem Bauer etwas beizubringen, was er gar nicht braucht, etwas zu kaufen, was er gar nicht will, aber du schaffst es. Das ist Insistência Técnica. Das kommt aus dem Verb nicht zwingen, sondern manipulieren. Ja. Überreden, genau. Das ist das, was ich hier nicht vorhatte und deshalb freue ich mich auch, in der Diskussion mit Ihnen zu lernen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit in dieser ganzen Zeit und vielleicht gibt es doch noch ein Licht, um den Schlüssel zu finden und das Flugzeug zu retten, in dem wir alle drin sitzen. Vielen Dank.